So, hallihallo. Jemand da? Bestimmt, oder? Na, als ob mich einlässt. Ah, ach ja, ah ja, genau. Ich erinnere mich an den Raum. Alles klar. Ich kann euch zumindest jetzt hier ziemlich viel Zeit ersparen. Denn ich habe auf der Suche nach Secrets versucht, jeden einzelnen dieser Blöcke hier an der Seite zu verschieben. Da es ja eine Möglichkeit gibt, eben, also dass es einen Block zu verschieben gibt, der eben genau diese Textur hat. Und ja, im Endeffekt kam nichts dabei raus. Es war wirklich absolut niemand. Also nichts davon konnte man verschieben. So, hier kann man auch noch rein. Da gehe ich ja, glaube ich, zuerst mal rein. Da war ich, glaube ich, beim letzten Mal auch zuerst drin. So. Okay, wir müssen natürlich oben an den Schalter dran. Das ist ja relativ logisch. So. Kann man von da aus. Ja, kann man, alles klar. Gut, ich wollte gerade nur gucken, ob es da bis zum Rand, wenn ich ihn jetzt komplett klettern schiebe, ob es da noch einen Zweierblock Abstand gibt. Und ja, gibt es. Sonst hätte ich mich ein paar Probleme gehabt. Denn wenn jetzt nur ein Block Abstand gewesen wäre, wäre das mit dem Dranschieben nichts geworden. Aber so ist das kein Problem. So, einmal hier perfekt dran schieben. Wunderbar. Dann wieder auf die andere Seite. Schön in die Wand donnern. So mag ich's. Wunderbar. Dann aktiviere ich mal den Schalter. Ich weiß gar nicht mehr, was der bringt. Irgendeine Tür geht auf. Wo? Keine Ahnung, aber irgendwo wird sie schon sein. So. Und das hat mir jetzt. Ah, das hat mir das gebracht. Ah, alles klar. Ich bin jetzt einfach gerade nur so aus Spaß mal hier hochgegangen. Ohne zu wissen, dass ich hier direkt richtig bin. Wunderbar. Hallo? Niemand da? Alles klar. Oh, aber. So, hier ist auch absolut nichts in diesem Raum. Das ist einfach der sinnloseste Raum der Welt. Hier ist wirklich nichts. Die Wände kann man auch nirgendwo verschieben. So. Der Kollege wäre down. Alles klar. Die armen Leute. Die armen Leute müssen doch hier eingesperrt worden sein für immer und ewig. Ich meine, man öffnet eine Tür und auf einmal ist da jemand hinter. Oh, ein Schlüsselteil. Das heißt, die Person muss ja schon dafür gedacht worden sein, dass sie da eben drin bleibt. Hinter der verschlossenen Tür. Ich kann schon verstehen, warum die so angepisst sind. So, wir haben einen schönen Schlüssel gefunden. Wie heißt der denn? Einfach nur rostiger Schlüssel. Okay, das ist ja jetzt nicht so mega markanter Name. Aber ich würde mal behaupten, dass der hier passt. Ui. So. Oh Gott, das ist ja absolut nicht tief. Ist hier noch irgendwas drin gewesen? Ich meine nicht, ne? Ich glaube, hier war echt einfach nur so ein leerer Raum. Ich weiß nicht, wieso diese Räume existieren, aber ist okay. So. Ach ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich erinnere mich an den Raum, aber ich weiß nicht, wie man ihn gelöst hat. Also mir ist schon klar, dass man jetzt den Kiste erstmal da vorne hinschieben muss. Aber dann ist so eine Sache.
nee, ich weiß es gleich wieder. Ich glaube, es ist mir gerade einfach direkt wieder eingefallen. Das hat mich nämlich beim ersten Mal spielen mega verwirrt. Na. Denn man muss einmal diesen Block hier rausziehen. Logischerweise, das hätte man sich, glaube ich, jetzt auch denken können. So, auf jeden Fall so weit, dass man da eben hinter kann. Und jetzt kam etwas, was mich dabei verwirrt hat. Und zwar muss man den Block nach drin schieben. Und das habe ich einfach in meinem Kopf nicht hinbekommen. Ich habe versucht, die ganze Zeit diesen Block hier rauszuziehen irgendwie. Aber das ging natürlich nicht, weil jetzt mindestens ein Block da hinten fehlen würde. Ah, das war so eine verwirrende Stelle. Ich weiß nicht, wie lange ich da dran gesessen habe. Uiuiui. So, hallo. Haha. Richtig gut ausgewichen. Gewichen. Von wo? Ich höre jemanden rumlaufen. Ach, da oben. Hi. Upsi. Da ist mir doch einfach die Uzis ausgegangen. Aber es war wieder so eine Sache, ne? Das ist so wieder so typisch wie für Tomb Raider. Als ob ich das nicht überlebt hätte. In jedem Teil ging das, aber in dir. Das ist ja Frechheit. In jedem Teil überlebt man das, aber hier nicht. Das finde ich nicht gut. Okay, jetzt das will ich aber nochmal ausprobieren. Ist da vielleicht irgendwie ein Secret hinter? Lass dir Zeit. So. Hier ist aber bestimmt ein Secret hinter. Hier weiß ich mich ehrlich gesagt echt nicht. Ah, hier ist echt das Secret. Aha. Wer hätte das gedacht? Ich habe nicht mal beim ersten Mal versucht, dir umzukommen. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ist dann nur das Saphir, aber. Ja. So, was ich eigentlich sagen wollte, das ist wieder so typische Core-Design-Tomb Raider-Falle gewesen. So richtig unerwartet und richtig gemein. Also, man hat ja den kaputten Boden gesehen und dachte, okay, ne, rennst halt drüber, beziehungsweise springst halt drüber. Gar kein Problem. Aber dass halt gleichzeitig auch noch so Fässer auf einen zurollen, das ist schon ziemlich fies. Und auch gerade da, du gehst da hoch und auf einmal rollen die direkt wieder Fässer entgegen. Die haben schon echt böse Fallen eingebaut. Wir sind wieder in. Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder drin, aber nö, hier ist absolut nichts. Okay. Wäre so ein sinnvoller Raum. Da wollen wir doch mal hier runtergehen. Auf das wunderschöne Bötchen. Wo ich mich zwar ernsthaft frage, wie sie das hier rausbekommen wollen, weil da ist ja anscheinend nur so eine kleine Tür unten. Und ich bezweifle, dass das Boot da durchpasst. Aber ich will es mir nicht hinterfragen. Nicht, dass Marco hier noch gleich vorbeischaut und mir dafür eine klatscht. So wie er es irgendwie anscheinend jedem seiner Mitarbeiter antut irgendwann mal in seinem Leben. Oh, Tür hat sich hier geöffnet. Oh Gottes Willen. Gut, dass da Wasser ist. Selbst wenn ich jetzt daneben gefallen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen. So, ich speichere nochmal. Wieso geht die Tür überhaupt zu, wenn man sie wieder aufmachen kann?
Okay, das ist ja wohl die offensichtlichste Falle, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also ernsthaft? Die geht ja nicht noch offensichtlicher. Oh, jetzt habe ich gerade den alten Spielstand überschrieben, aber ist nicht so schlimm. Den habe ich ja, wie gesagt, noch gebackupt. Deswegen. So. Das ist auch eine relativ einfache Falle. Einfach nur so lange durchhalten, bis sie wieder zugeht. So. Da ist eine geheime Tür geöffnet worden. Hallo? So, gehen wir hier hoch. Wir sehen schon an. Aber, jetzt. Die treffe ich natürlich nicht. Ich sterbe hier nicht. Okay, alles gut. Ja, stimmt, das war dieser doch sehr, sehr schiefe Raum. Guck mal, sie steht direkt vor ihnen und da. Zielt sie aber nicht an. So. So, und schon sind sie futsch. Wunderbar. So, wie es sich gehört. Es tut schon so ein bisschen im Herzen weh, den, Spielstände später wieder auszutauschen, sobald ich entweder am Level angekommen bin. Einfach durch die Secrets, die ich jetzt gefunden habe, die ich vorher nicht gefunden habe. Weil ich meine, im Endeffekt wäre das ja nicht irgendwie, ich sag mal, geschummelt, gereedet, whatever, weil ich ja noch selber gefunden habe. Nur ich fände das, wie gesagt, ein bisschen blöd, irgendwie so, mein Munitions- und Medipack-Stand auf das Level hier zu heben, weil ich habe deutlich weniger, also ich habe offensichtlich weniger gehabt, als da jetzt in meinem Inventar sind. Ist ja logisch. Und deswegen, ne? So, wunderbar. Zeitrennen geschafft. Alles easy going. So, nochmal Zeit dran. Wir haben ja gerade einen wunderschönen Unterbrecher gefunden. Alles klar. Was habe ich hier noch? Da unten ist noch ein bisschen Glas. Da möchte auch eher weniger reinfallen. So. Da ist noch ein Schalter. Wieso, was auch immer der bringt. Na. Sehr schön. So, und hier wird jetzt auch gleich wieder der Schalter aktiviert. Wir sehen, das Ding da geöffnet, wenn wir es hier drauf stellen. Ein bisschen schneller. Das ist jetzt nicht das Ding. So, wunderbar. Und wieder raus hier. Das hat doch super funktioniert. Ohne einmal zu sterben, wer hätte das gedacht? So. Hier direkt mal speichern wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Das dürfte ich überleben, oder? Ja, gut, hat ein bisschen Leben gekostet, aber passt schon. Es gibt aber, glaube ich, keine andere Möglichkeit hier runter. Nee. Das ist ja so eine Stelle, wo man Leben einstecken muss. Die natürlich, wie gesagt, immer ein bisschen gefährlich sind. Wenn du da zu wenig Leben hast, hast du einfach Pech gehabt. Gerade Gänge finde ich immer sehr unsympathisch, die so schief nach oben sind. Ist aber alles gut, sehr schön.
Gibt's hier noch was? War ich hier schon? Es kommt mir alles unbekannt vor. Ach nee, ah, ich glaube, ich weiß wieder, wo ich bin. Okay. Ne, komm noch nicht durch. Aber ich glaube, ich weiß echt ungefähr, wo ich bin. Oh. Ich habe nicht darauf geachtet, dass ich so wenig Leben habe. Ich hau mal noch kurz ein Medipack rein. Da habe ich schon so viele Medipacks zur Verfügung und dann benutze ich sie nicht. Und jetzt ist hier keiner. Spawnen die nur, wenn man da oben in die Ecke geht oder was? Was zum... Okay. Das ist doch sehr komisch, aber... Was soll man machen? Ach nee, hier. Nee, gar nicht wahr. Doch. Ist das... Nee, das ist... Ich dachte gerade, das wäre jetzt der geheime Raum zum Secret. Aber nee. Moment mal. Haben wir das Saphir-Secret nicht gerade eben erst eingesammelt? Ja. Dann ist das am Anfang echt fake. Das ist ja... Ah nee, es ist Silber. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Stimmt, es war ein Silber-Secret. Dann habe ich nichts gesagt. Ach, ich bin so dumm. Das ist richtig. Wieso mache ich das? So. Türen müssen natürlich für mich hier zu. Damit ich wieder hier reingehen kann. Und dann von der anderen Seite durch. Kompliziert alles. So, ich weiß hier jetzt nicht lang, aber ich will gucken, ob jetzt oben auch die Klappe aufgegangen ist. Und das ist sie wirklich. Dann gucken wir doch mal rein, ob wir da irgendwas noch bekommen können. Bevor ich hier gleich mich weiter umschaue. Kann man wieder zurück? Nein, kann man nicht, okay. Ist denn hier irgendwas, wo ich sagen würde, boah, das brauche ich unbedingt? Abgesehen von der Munition, die er jetzt gerade fangen lassen hat, davon das Unterbrecher, okay. Kommt man den Weg hier nicht einfach wieder hoch? Komm, egal. Ich werde mit dem Weg jetzt kurz da hinten lang gehen. Und dann später nochmal hier den Unterbrecher holen. So. Ach Quatsch, ich wollte hier einfach nur den Unterbrecher einmal mitnehmen. Und gegen die Wand rennen. Das ist mein Ziel. Ja, seht ihr, so oder so. Da hätte ich einfach nur kurz gehen muss, weil komme ich eh nirgendwo mehr hin. Da hätte ich nämlich einmal den Weg hier und natürlich dann hier oben noch und hole mir den anderen Unterbrecher. Und dann habe ich 3 Stück. Die wir auch brauchen werden. Weil dazu komme ich, weiß gar nicht, ob ich... Ich glaube, in dem Raum waren wir jetzt noch nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung gerade, wo der ist. Irgendwo hier in der Nähe dürfte der aber sein. Aha. Ah ja, genau, ich weiß wieder, wo er ist. Alles gut. Ich habe gerade... Schaffe ich den Sprung? Das war so klar. Okay. Ich habe im Sprung schon gedacht, okay, das wird nichts mehr.
Und ich habe natürlich nicht gespeichert. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. So, gehen wir erst hier rein. Holen uns den Unterbrecher da vorne. So. Dann gehen wir hier hoch. Und gehen hier hoch. So. Oh, du bist doch. Okay. So, so. Wenn die jetzt da drüber gefallen wäre, hätte ich geschrien, ne? Na. Willst du das auch aufheben? Aha. So. Anlauf nehmen, dann speichern. Und rüber da. Das sieht doch schon deutlich angenehmer aus. So, damit haben wir auch alle drei Unterbrecher. Und wir können uns einmal auf den Weg begeben zu dem Raum, wo wir die auch brauchen werden.